Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, beziehungsweise zum neuen Morgen hier auf meinem Kanal. Wir haben jetzt Tag 3, bin gerade aufgestanden, wir haben jetzt eure Zeit, 12 Uhr, unsere Zeit 7 Uhr. Ja, der Rest kommt gleich und dann geht's los in die Wildnis. Viel Spaß dabei. So, wir fahren jetzt erstmal zu 7-Eleven frühstücken. Und wie lange fahren wir dann zum ersten Spot heute? Eine Stunde. Okay, sehr gut. Käsewurst? Ich glaube, das wird mein Frühstück heute. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Das hier, keine Ahnung. Ey krass, was sind diese tausendjährigen Eier? Ah, ich glaube, die esse ich nicht zum Frühstück. Was ich eigentlich morgens immer trinke, ist das. Ich finde es gerade nicht. Ah, doch, hier. Ja. Kann ich nur sehr empfehlen. Die drei hier sind die besten. Aber nee, ich glaube, ich nehme mir auch so ein Sandwich. Nehmen wir einfach mal Double Cheese and Ham. Schau, da ist jemand. Hallo, hallo, hallo. Was hast du da? Eine Algen, ja. Yes, eine Algentasche und Schweinefleischstreifen sind da, glaube ich, drin. Und Reis. Und Reis, genau, ja. Lebreis. Das okay. Ist so ein typischer Snack, hat der Henk mir gesagt. Okay, ich probier's mal. Ich habe einen typisch deutschen Tankstellen-Snack. Cheese and Ham. Echt sogar gut. Ja? Hm? Nicht, dass du jetzt grün wärst wegen Algen, ne? Das wäre fatal. Das wäre fatal. Irgendwie sieht das aus wie so künstliche Wurst, weißt du, die ja. So? Hör ich das mal an. Sieht aus wie Plastikfleisch. Ist es wahrscheinlich auch, aber egal. Ja, nach dem ausgewogenen Frühstück ging es dann los Richtung Südosten Taiwans zum ersten Fanggebiet. Ihr seht es ja schön vorbei an ja, schönen Wäldern, schön die Berge vorbei an Reisfeldern, Flüssen, Tempeln, Hotels, kleine Städte. Also richtig schön, wo wir da lang gefahren sind. Ging ungefähr eine Stunde, wie gesagt, schön hoch in die Berge. Man sieht auch, das Wetter wird ein bisschen schlechter, aber diesmal hat es jedenfalls nicht geregnet. Es ist nur von der Temperatur ein bisschen runtergegangen. Aber das ja, seht ihr jetzt gleich nochmal im weiteren Verlauf des Videos, als wir dann angekommen sind. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Wir sind immer noch hier in der Wildnis in Taiwan. Heute am zweiten Tag und ja, jetzt gehen wir in ein Fanggebiet von Neocaridina und Amano-Garnelen. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir uns mal an, wo das Ganze ist. So, wir ziehen jetzt erstmal wieder unsere Gummistiefel an. Die typische Routine. Ja, nachdem wir geparkt haben und unsere Motor dann anhatten, sind wir ja noch ein paar Minuten zu Fuß gelaufen. Ich habe euch mit der 360-Grad-Kamera mal so ein paar Szenen eingefangen. Schaut euch mal diesen geilen Wald an, also richtig, richtig nice. Da geht es jetzt gleich rein, aber wie gesagt, ihr müsst erst noch ein paar Minuten laufen, um an den Spot zu gelangen, wo wir eigentlich hin wollten. Wir haben da halt an dieser Brücke geparkt. Wie gesagt, von der Brücke habe ich schon noch ein bisschen runtergefilmt, das seht ihr jetzt hier nochmal. Also ich finde es echt richtig, richtig nice von der, ja, von der Natur, die da ist. Da unten geht es jetzt gleich hin. Ja, und als kleine Info, der Bach, an dem wir jetzt gleich gehen, ist ein kleiner unabhängiger Bach, der durch Taiwan fließt. Der fließt also direkt ins Meer und nicht an einen größeren Fluss nochmal. Das hat halt den Vorteil, dass halt ja, Arten wie Japonica zum Beispiel dort ihre Larven ja, absetzen können und die halt direkt ins Meer gespült werden und die dann auch wieder von Larvenstadium zurückkommen können in den Bach. Okay. Ja, und als wir angekommen sind, hat Newt direkt angefangen, ja, in dem Gewässer nach Garnelen zu suchen. Wie man sieht, mit einer ja, speziellen Methode, die erkläre ich euch im Laufe des Videos nochmal genauer. Und es hat, glaube ich, nicht mal 2 Minuten gedauert. Ja, da hat er schon die ersten Garnelen im Netz, so wie ihr jetzt hier seht. Oh! Ah, nice! Doch sehr!
Ja, noch eine kurze Info zu Newt. Newt hat das Ganze studiert, also Aquakultur hat er studiert, hat seinen Bachelor und Master gemacht, macht gerade seinen Doktortitel. Also ist ein Profi in seinem Gebiet und weiß sehr, sehr viel über die einheimischen Pflanzen und Fische dort. Und ja, ich denke, wir werden in Zukunft noch einiges mehr über ihn hören. So, Freunde, wir sind jetzt am ersten Spot. Leider wird da oben gerade ein Baum gefällt oder so. Keine Ahnung, es ist ziemlich laut ab und zu mal. Ja, und wir laufen jetzt hier diesen Fluss entlang. Hier sind lauter Garnelen drin, wie man da schon gerade gesehen hat. Und auch diese Bambo-Shrimps. Und ja, wird auf jeden Fall cool. Hier nochmal Bambo-Shrimps, also eine spezielle Sorte irgendwie. Ja, und Andreas hat natürlich auch ein Netz geschnappt und wollte das Ganze auch mal ausprobieren. Aber anscheinend sah es einfacher aus, als es ist, so wie ihr jetzt hier seht. Ja, bei Newt sieht das alles ein bisschen einfacher und ja, professioneller aus. Der macht das ja auch schon ein paar Jahre, wie man jetzt hier sieht. Und ja, da hat er jetzt gerade eine Caridina Typus gefangen. Und ja, fangen klappt zwar, aber der Rest, wie ihr jetzt hier seht, klappt auch nicht immer. Also hier sind noch einige Seemandelbaumblätterbäume. Man sieht, die ganzen Blätter, die hier drin sind, sind Seemandelbaumblätter. Das heißt, das Wasser dürfte sehr, sehr weich sein. Wir werden es auf jeden Fall nochmal testen. Rest Strap ist hier testen, weil wir Wasser mitnehmen und das testen und es euch im Nachgang vom Video jetzt nochmal einfügen. Aber hier sind komplett alles voll mit Garnelen. Frank. So, hier haben wir jetzt Amano-Garnelen. Andreas hat gerade schon gesagt, die sind viel gelber oder bräunlicher als in den anderen Biotopen wahrscheinlich. Liegt das an den Seemandelbaum? Genau, ja, am Biotop denke ich auch. Ja. Die das fressen, dass sie halt dunkel werden. Und das ist nochmal die gleiche Garnele, die wir gestern schon hatten. Bambo-Shrimp. Nein. Das ist Bambo. Real? Yeah. Small size. Yeah, and size. It looks so. Yeah. Ah, okay. Kleine Japonika. Da haben wir eine Libellenlarve. And here we have some frog. What's this? Frog? I can make sure what is this. Frog good? I don't know what species. No. Yes. This? Yes. You see, das ist Adiota plipis, die Zwergfächergarnele. Yeah. So, the Adiota plipis, Japonica and bamboo shrimp in one. Yeah. In one area. Yeah, one area. Yeah. Okay. And Tagamija. This is Amano. Yeah, this is Amano. Yes. Another the this. Yeah. Yes. And fingers with yes, yes. To catch the yeah. Am meisten sind Newt diese Philippis ins Netz gegangen. Hier sieht man zum Beispiel ein trächtiges Weibchen, auch ein bisschen rot. Also rotbraun, richtig schönes Tier. Und ja, da unten ist auch nochmal eine. Also wie gesagt, die Philippis sind die, was am meisten dort in den Gewässern wohl entweder fangbar oder generell auch am Start sind. Ja, der Egg. Schnecken haben wir tatsächlich auch gefunden. Ich dachte erst, es wäre irgendeine Stahlhelmschneckenart, also irgendeine Neretina-Art. Aber es sind Muschelschnecken. Sehr, sehr schöne Tiere und sehen ähnlich aus wie die Neretina. Da haben wir ein Weibchen, Adiota philippis. Mit Eiern. Ja, dann sind Newt die ersten Fische ins Netz gegangen, wie man jetzt da sieht. Das ist der erste, den er gefangen hat. Das ist ein Syncopertus japonicus. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ansonsten seht ihr ihn jetzt hier nochmal eingeblendet. Auch ja, eine schöne Grundel. Sieht echt nice aus. Ja, kurz darauf hat er auch schon den nächsten Fisch im Netz gehabt. Das ist auch eine Slicoperitus lagoceraptalus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß es echt nicht. Ja, auch auf jeden Fall ein sehr schöner Fisch. Auch wie so eine Art Neongrundel. Schönes Tier. Was sich auch immer mal ins Netz verirrt hat, sind so kleine Krabben gewesen, wie man da sieht. Süßwassergrabben. Auch sehr schön. Leider wissen nicht, was das für eine Art ist. Und es war alles voll mit diesen Wasserspinnen.
Also was heißt Wasserspinnen? Die haben am Ufer gelebt und sind halt auch übers Wasser gelaufen. Wenn man irgendwie da vorbeigelaufen ist, sind die halt geflüchtet und sind übers Wasser gerannt. Ja, ziemlich beeindruckende Tiere. Sehen auch ganz gut aus und glaubt, dass die auch ganz gut wehtun, wenn die einen mal erwischen mit den Giftzähnen. Aber habe ich nur gehört. Ja, auf jeden Fall auch schöne Tiere, finde ich, wenn man auf Spinnen steht. I think we have enough to do this. But there's a whole turtle. It's a Philippus, but it's a red. Red Philippus? Yeah. Ja, und hier hat Newt dann was ja, ganz Spezielles rausgefangen, und zwar eine Achiota Philippus, aber in knallrot, wie ihr da seht. Und er war überrascht, wir waren überrascht. Echt ein super, super schönes Tier. Und schaut euch jetzt mal an, wenn die in der Box drin ist, ja, wie knallrot die ist. Ja, in der Box seht ihr jetzt übrigens auch noch die anderen Tiere, was wir noch gefangen haben. Da ist unter anderem eine Macrobranchium drin. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Dann noch ein paar von diesen, ja, eine Art Neongrundeln. Auch sehr, sehr schöne Tiere. Also die gefallen mir richtig gut. Die sehen auch aus, als würden sie grinsen irgendwie. Und ja, diese knallrote Achiota Philippus. So Leute, ich gehe mal für euch auf Filmtour. Und guck mal, was so unter Wasser alles rumschwimmt. Ja, ich habe euch dann mit der Unterwasserkamera und einem langen Teleskopstab mal so die einzelnen Zonen so ein bisschen aufgenommen. Jetzt die ersten Zonen sieht man so ein bisschen, da ist eher so Richtung Biotop-Inspiration angelehnt. Man hat so gut wie gar keine Tiere gesehen. Wenn man sie gesehen hat, waren die so schnell wieder weg, dass ich sie gar nicht mit der Kamera drauf bekommen habe. Also es war sehr, sehr viel Laub auf jeden Fall auf dem Boden von dem Bach, wie man da sieht. Übermäßig viel, dann so ein bisschen ja, Kies und ziemlich große Felsbrocken, dunkle. Ich denke mal, das ist irgendeine Art, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, irgendeine Art Schiefer oder sowas gewesen sein könnte. Ein Stückchen weiter oben war dann so ein kleiner Felsvorsprung, da dachte ich, da ist vielleicht irgendwas drin. Aber ja, wie ihr jetzt seht, man sieht ab und zu mal ein bisschen was weghuschen, aber ich denke mal, dass die ganzen Garnelen sich alle in dem Laub da versteckt haben, dass man die halt eigentlich überhaupt nicht sieht, außer wenn man halt wieder Newt die halt aufschreckt und dann mit dem Netz runterfährt. Stückchen weiter oben, das Wasser war halt auch sehr, sehr flach, wie man da jetzt auch sieht. Deswegen war es mit der Kamera zeitweise echt schwer, da reinzukommen. Das sind höchstens, keine Ahnung, 10 cm oder sowas, was da drin an Wasser waren. Und da sieht man halt auch, umso weiter hoch man kommt, da sieht man schon ein bisschen mehr, was da drin rumflitzt. Aber es liegt halt auch überall sehr, sehr viel Laub auf dem Boden und sehr, sehr viel kleines Geröll, dass sich halt die Garnelen super da drin verstecken können, auch die Fische. Das heißt, die Chance, da mit der Kamera jetzt was drauf zu kriegen, ohne dass man die Tiere aufscheucht, ist sehr, sehr schwierig. Da sieht es dann wieder aus, so ein bisschen wie im Aquarium. Ich finde das immer so richtig geil mit dem blauen Hintergrund da. Und das Wasser ist ja so schön klar gewesen. Also richtig traumhaft und vor allem eine super Inspiration fürs nächste ja, Biotop-Aquarium. Ich denke mal, dafür sind die Aufnahmen echt super geeignet, um sich da ja, neue Ideen zu holen, wie es wirklich in der Natur so aussieht. Da habe ich dann noch eine von diesen Muschelschnecken gefunden. Ganz kurz hat man eben einen Fisch gesehen. Diese Muschelschnecken, wie gesagt, da dachte ich erst, dass das irgendeine Neritina-Art ist, also irgendeine Stahlhelmschnecke oder sowas. Die sehen nämlich ziemlich ähnlich aus, sind aber Muschelschnecken und gehen auch ziemlich schwer ab. Ob die jetzt wirklich Algen fressen, weiß ich gar nicht, müsste ich mich mal erkundigen. Aber ja, gefallen mir auf jeden Fall auch sehr gut. Wie gesagt, sehen aus wie die Stahlhelmschnecken, nur ein bisschen flacher und nicht komplett schwarz wie die Stahlhelmschnecken, sondern so leicht ins Grünlich gesprenkelte rein. Da war es ein bisschen tiefer schon. Sieht man auch, da waren auch die Geröllschichten ein bisschen weniger, da waren eher große Felsen. Das war so ein kleiner Lauf, wo halt das Wasser auch so ein bisschen schneller war. Da sieht man jetzt auch schon ein paar Garnelen rumflitzen. Unten links im Bild eben. Und ja, zwischen dem ganzen Laub, das da unten liegt, sind halt auch Garnelen. Aber so richtig drauf bekommen habe ich es noch nicht. Das kommt dann erst ein Stückchen weiter oben. Das Rote, was ihr übrigens seht, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Das ist nämlich auch was ganz Spezielles. Wer es jetzt schon weiß, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Da ein Stückchen weiter oben sieht man dann auch. Da ist dann was weggehuscht. Habt ihr es gesehen? Es war ein Frosch. Was es genau für einer war, kann ich euch gar nicht sagen. Der Name stand eben unten drin. Aber ja, ich habe mich ziemlich erschreckt. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Fisch gewesen, war aber keiner. Da sieht man jetzt schon die ersten Fische rumflitzen. Ich habe es mal in Zeitlupe gemacht, damit ihr sie ein bisschen besser seht. Das waren die ersten Neongrundeln, sage ich jetzt mal, die da rumgeflitzt sind. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, umso weiter man flussaufwärts kommt, umso mehr ja, Leben bezüglich Fischen war auf jeden Fall in dem kleinen Bach zu sehen. Da war das Wasser auch ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr Verstecke, wie ihr da jetzt seht. Und da sind die dann vor der Kamera erstmal geflüchtet. Das sieht auch wieder richtig, richtig schön aus hier, wenn ich jetzt hier hochgehe. Schönes Biotop. Ja, ein Stückchen weiter hinten, wie gesagt, da war es dann wieder ein bisschen tiefer an der Stelle jetzt gleich. Also man sieht auf jeden Fall, die Steinformationen am Rand sehen halt auch schon aus wie in einem Paludarium, also richtig, richtig inspirierend und schön. Da dann auch wieder sehr, sehr viel Laub auf dem Boden. Aber da sieht man jetzt des Öfteren mal, dass sich da was drin bewegt, wenn man mal ganz genau schaut. Ich bin leider mit der Kamera ziemlich schnell da durchgefahren.
Aber man sieht, es ist auf jeden Fall mehr Leben drin, als es noch unten war. Da ist es, wie gesagt, auch ein bisschen tiefer, ein bisschen sauerstoffreicher, weil da halt auch ein bisschen mehr Strömung ist. Man sieht es jetzt sehr, sehr schlecht auf der Kamera, aber da sind so kleine Stromschnellen, wo halt das Wasser ein bisschen beschleunigt wird und halt auch sehr viel Sauerstoff ins Wasser reinkommt. Deswegen ideale Voraussetzungen auch hier für die Grundeln, die sehr, sehr viel Sauerstoff halt auch lieben. Da gleich sieht man es, die eine Stelle, wo das Wasser reinkommt, da seht ihr auch, kommt sehr, sehr viel Sauerstoff mit rein. Vor allem auch sehr inspirierend für ja, Biotop-Aquarium, finde ich jetzt. Ich habe da mal rübergeschwenkt auf die rechte Seite zum Ufer hin, um da vielleicht noch was zu sehen. Aber außer sehr, sehr viel Bambus und sehr, sehr viel Laub hat man da leider nicht viel gesehen. Aber Algen, also Patina, war schon ein bisschen vorhanden, aber nicht im großen Ausmaße. Aber ist ja eigentlich auch kein Wunder, weil an der Anzahl von Garnelen, was da drin ist, ich glaube, da haben Algen wenig Chancen. Da sieht man jetzt den natürlichen Sauerstoffzufuhr von dem Bach. Auch richtig schön, finde ich. Und ein Stück weiter oben wurde es dann wieder ein bisschen flacher. Da sieht man es jetzt gleich auch nochmal. Da in das Teil werde ich auch gleich nochmal eintauchen. Wobei, nee, das war ein bisschen tiefer dort. Das war eine kleine Pfütze. Da war dann auch wieder sehr, sehr viel Laub drin und eher wenig Leben. Gerade in diesen Nebenarmen habe ich das Gefühl gehabt, dass da nicht so viel drin rumschwimmt wie in den strömungsreichen Gebieten da in der Mitte von dem Fluss. Sehr, sehr komisch, aber ja, hängt wahrscheinlich wirklich mit dem Sauerstoff zusammen. Oder die haben sich einfach nur am Rand so gut versteckt, dass man sie halt einfach gar nicht sieht. Da sieht man es jetzt wieder. Umso weiter man Richtung Strömung kommt, umso mehr Garnelen, umso mehr Fische schwimmen da wieder drum rum. Ja, da war erstmal nichts mit Filmen, das war zu flach. Jimmy ist dann vorgelaufen, der hat auf mich aufgepasst, dass ich nicht irgendwo da drin versacke. Hier sieht man nochmal eine schöne, geile Wurzel. Also ich finde das so inspirierend, diese Natur dort und diese Wurzeln und überhaupt, das sieht aus wie in einem Aquascape, als würde man durch ein Aquascape laufen, oder? Was meint ihr? Dann hat Jimmy nochmal eine Stelle gefunden, wo es ein bisschen tiefer ist, wo wohl auch ein bisschen mehr Fische am Start sind. Da ist jetzt, ja, wie so ein kleiner See ist übertrieben, aber eine größere Aussparung. Und da war es ein bisschen tiefer. Da haben wir dann auch nochmal nach Fischen geschaut. Sehr, sehr viele Blätter waren da auf jeden Fall auch wieder drin. Ich schätze mal, dass es auch wieder Seemandelbaumblätter waren. Und ja, diese Steine, wie ihr seht, da seht ihr es auch nochmal, ist so schieferartig halt. Bisschen Sandablagerung haben wir da. Ja, sieht halt wirklich aus wie in einem Aquarium, finde ich jetzt. Richtig, richtig nice. Also Inspiration fürs nächste Biotop-Aquarium ist auf jeden Fall da. Ich muss mir nur die passenden Steine besorgen und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich sowas machen soll mit einem Biotop-Aquarium aus Taiwan oder nicht. Ich hatte es ja eigentlich eh vor. Momentan fehlt mir ein bisschen die Zeit, aber die Ideen sind auf jeden Fall schon mal da. Und jetzt haben wir sie natürlich auch auf Video und können uns immer wieder dran erfreuen und dann was nachbauen. Was wir natürlich auch machen können, ist, wenn einer von euch Bock hat, so ein Aquarium im Biotop-Style von Taiwan nachzubauen, macht's bitte und schickt mir ein kurzes Video, dann reagiere ich mal da drauf. Habe ich auch voll Bock drauf. So, dann ging es noch ein Stück weiter hoch. Da ist die Stelle, wo ich euch vorhin schon gesagt habe, mit diesen Steinen. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Wer es jetzt weiß, was das ist auf den Steinen, schreibt es bitte mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob das einer von euch weiß. Aber wie gesagt, wir gehen da gleich nochmal genauer drauf ein. Da haben wir dann ziemliche Sedimentschichten. Also das ist so mehr oder weniger, glaube ich, der Bereich, wo man noch hinkommt an dem Bach. Alles, was dahinter ist, ist, soweit ich weiß, komplett zugewachsen, zugewuchert und nicht zugänglich. Da sieht man es jetzt. Also da, wie es jetzt aussieht, so wird es halt immer schlimmer und immer enger und irgendwann sieht man gar nichts mehr da. Da sieht man auf jeden Fall einiges wieder an Garnelen rumflitzen. Auch ziemlich kleine. Da seht ihr auch, dass sie sich halt echt gut ja, zwischen den Steinen verstecken können. Da sitzt eine auf dem Stein, da sitzt eine zwischen den Steinen. Also man sieht sie, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man sie. Und da ist halt auch wieder ein bisschen mehr Strömung gewesen als in dem unteren Bereich, wo es halt etwas beruhigter war. Da sieht man es immer an den Stellen, wo halt wirklich viel Sauerstoff reinkommt, waren halt sehr, sehr viele Fische am Start. Hier war es halt echt extrem flach. Da musste ich die Kamera so ein bisschen über den Boden drüber schieben, aber da sieht man ja auch wieder flach. Bisschen mehr Strömung, gleich wieder mehr Tiere. Und da war wirklich alles voll mit kleinen Fischen und Garnelen zwischen den Steinen. Seht ihr sie? Bestimmt, oder? Da ist auf jeden Fall richtig Leben drin, auch wenn es ein bisschen schwierig war, das Ganze zu filmen. Da sieht man auch nochmal die ganzen Gesteinsschichten. Ja, und ein Stückchen weiter noch nach oben, soweit man halt noch hin konnte. Da wurde es wieder ein bisschen tiefer. Und nicht nur tiefer, sondern auch wieder, wie man sieht, ein bisschen sauerstoffreicher. Also an der Stelle jetzt noch nicht, aber man sieht es gleich auf jeden Fall. Und da sieht man auch, sind dann wieder umso mehr Fische und auch umso mehr freischwimmende Fische. Also man sieht auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Leben in dem Bereich. Da sieht es jetzt, also flitzen überall diese Neongrundeln rum. Sehr, sehr geil fand ich das. Vor allem auch die, gerade diese Aufnahme jetzt gerade. Also richtig, richtig geile Inspiration fürs nächste Biotop-Aquarium, finde ich.
Richtig, richtig schön. Da sieht man auch überall die Eier von ja, diesen Muschelschnecken, schätze ich mal, dass das die Eier von denen sind. Also es scheint wohl doch eine Neritina-Art vielleicht zu sein, die legen jedenfalls dieselben Eier. Da haben wir dann auch übrigens diese Wasserspinnen, wo ich euch erzählt habe am Anfang, dass die überall am Rand sitzen und auch übers Wasser rennen. Was ich mich frage, ob die es eigentlich auch auf Garnelen abgesehen haben, also ob die sich da ein paar Garnelen wegsnacken. Da sieht man jetzt übrigens nochmal die Eier von den Schnecken. Also es sieht auf jeden Fall so aus, als wären das auch dieselben Eier oder dasselbe Prinzip wie von den Neritina-Schnecken. Ja, da kommt man jetzt wieder Richtung sauerstoffreichen Bereich. Da kommt, ist wieder so eine kleine Stromschnelle und da seht ihr auch wieder, ist alles am Rumflitzen und alles voller Fische. Ja, da hinten ging es dann jetzt noch ein Stückchen weiter. Ihr seht jetzt schon, da ist dann eigentlich sozusagen mehr oder weniger Ende. Da geht es jetzt nur noch in den Busch mit rein hinten und danach kommt ja eigentlich so gut wie gar nichts mehr, außer halt krasses Dickicht und der Fluss bzw. der Bach wird auch immer schmaler. Das war so die letzte Stelle, wo man jetzt noch hin konnte. Da sieht man jetzt auch, da war weniger Strömung, auch wieder weniger Tiere, dafür mehr Laub und ja, schönere Unterwasserlandschaft, wie ich jetzt finde. Übrigens, so richtige Unterwasserpflanzen oder ja, Sumpfpflanzen, die halt unter Wasser auch wachsen, habe ich überhaupt keine in dem Bach gesehen. Also das Einzige, was ich gesehen habe auf den Steinen, war halt diese Patina, dann das Rote, worauf wir gleich nochmal speziell eingehen. Und halt am Rand an den Steinen war sehr, sehr viel Moos. Das sah halt eher so ein bisschen aus wie so Fissidens oder Ufermoos. Seht ihr jetzt gleich auch noch. Habe ich mir nämlich ein bisschen was auch noch abgemacht. Oder? Ja, könnte Fissidens sein. Ich habe jetzt hier gerade ein bisschen Moos gefunden. Sieht aus wie Fissidens oder so. Oder auch nicht. Schwer zu sagen. Ja, die Methode, die Newt da übrigens anwendet, um die Tiere zu fangen, nennt sich die Kicking- oder Kick-Sampling-Methode. Ursprünglich wurde diese Methode dazu entwickelt, um Wasserinsekten in flachen, vom Boden her unwegsamen, freifließenden Gewässern zu fangen. Da diese Methode aber immer häufiger dazu geführt hat, dass man Garnelen, Krabben und Grundeln gefangen hat, hat man diese Methode dann einfach übernommen und verwendet sie seitdem bevorzugt zum Fangen von Garnelen, Krabben und Grundeln, gerade in solchen Gewässern. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Das Netz wird flussabwärts in die Strömung gestellt, damit etwas vor dem Netz mit den Füßen oder den Händen der Boden aufgewirbelt und etwas Krach gemacht. Dadurch schrecken die Tiere hoch und werden von der Strömung ins Netz getrieben. Also eigentlich eine super einfache, schonende Methode. Sieht auf den ersten Blick etwas brutal aus, ist es aber überhaupt nicht. Schlimmer wäre es, wenn man jetzt zum Beispiel das Netz wie eine Schaufel benutzt, den Bodengrund aushebt und hofft, man hat ja irgendwelche Tiere mit drin. Das Problem ist dabei nur, dass man die ganzen Steine und den ganzen Bodengrund mit drin hat und dadurch halt die Tiere schwer verletzen kann oder Schlimmeres. Ja, man sieht aber, die Methode ist sehr, sehr effektiv, weil ihr seht ja, was Newt da im Laufe des Videos alles rausgeholt hat und ja, wie schnell vor allem. Noch eine Art. Caridina typus. Typus, ja. Schon nie gehört. Typus. Typus. Typus, ja. Ja, und wie versprochen, kommen wir jetzt nochmal zu den roten Belegen auf den Steinen. Ihr kennt sicherlich alle Kalkrotalgen im Meerwasser. Ja, und das ist eigentlich dasselbe, nur im Süßwasser. Eine sehr, sehr seltene Kalkrotalge, die sich im Süßwasser vermehrt, steht in Deutschland übrigens auf der roten Liste und ist sehr gefährdet. Ist meiner Meinung nach aber eine echt schöne Alge, die in ja, schattigen, fließenden Gewässern wächst und die Steine da so richtig schön knallig rot färbt.
Also mir gefällt diese Alge auf jeden Fall echt extrem gut. Schreibt es mal in die Kommentare, wie sie euch gefällt. Und vor allem schreibt mal rein, ob ihr diese Alge schon kanntet im Süßwasser. Wir haben uns dann wieder auf den Rückweg gemacht, an die Stelle von der, wo wir gekommen sind. Und da ihr jetzt schon so viel von Unterwasser von dem Biotop gesehen habt, zeige ich euch natürlich auch ein bisschen was, wie das Ganze über Wasser aussieht, damit ihr so ein bisschen einen Eindruck davon bekommt. Viel Spaß dabei! Wasser getestet, beziehungsweise Andreas hat Wasser getestet. Für euch zur Info, es ist circa 11 Uhr. Wir sind in den Bergen. Es hat heute etwas bewölktes Wetter. Es regnet ganz leicht, also leichter Nieselregen. Ja, deswegen haben wir auch sehr viele Unterwasseraufnahmen von der Insta360 und Actioncam gemacht. Okay, Sascha ist in Action schon seit einer Stunde ungefähr im Wasser. Und unser taiwanesisches Team sozusagen sind auch hier alle am Fische fangen. Nur für euch einfach nur noch mal kurz zur Info. Wir haben bis jetzt schon gefunden Caridina japonica, Caridina typus, dann Bambuschrimps und Atioda pilipis. Die haben wir allein nur hier in diesem Biotop gefunden. Finde ich super. Wir haben Schnecken gefunden, an der Retina-Art. Habe ich auch gesehen. Genau. Ja. Und wir haben Fische gefunden, und zwar so eine Art Neongrundel. Wir wissen jetzt gerade noch nicht so genau, welche das ist. Das können wir dann ja nochmal nachreichen bis dahin. Und wir haben mal noch die Wasserwerte für euch getestet. Und zwar... Vielleicht sollte ich nochmal sagen, dass hier sehr viele Seemandelbaumblätter drin liegen. Genau. Dass das Wasser sehr, sehr weich ist und dass die Shrimps auch deswegen... Nein, ist nicht so weich. Nicht weich? Nee, nicht so weich. Also nicht so weich, aber... Okay. Ja, ich sag's gleich. Dann. Aber man könnte tatsächlich meinen, dass es sehr weich wäre, weil viele Huminstoffe drin sind und das Wasser ist relativ braun oder leicht bräunlich. Könnte man meinen, aber es ist tatsächlich gar nicht so... Noch für euch zur Info, wenn ihr im Hintergrund die Geräusche hört wahrscheinlich, das sind Motorsägen, die sind hier eine Brücke am Bauen oder wollen hier eine Brücke bauen, die roden gerade so ein Stück Wald, um das zugänglich zu machen. Also, wir haben gemessen mit den JBL-Tests einmal eine Carbonathärte von 6, dann haben wir ein Eisengehalt von weniger als 0,02 gemessen, also sprich nichts. Wir haben Nitrat zwischen 0,5 und 1 Milligramm, auch praktisch nichts. Und wir haben keinerlei Nitrit, also NO2, feststellen können. Weniger als 0,01 ist das niedrigste, was das Gerät anzeigt. Und dann haben wir mit den Sticks von Arca hier gemessen. Und zwar haben wir da einen Leitwert von 135 gemessen und das Ganze bei einer Temperatur von 20,5 Grad, vielleicht für euch auch noch zur Info, es hat draußen, also in der Luft, 17 Grad, wie gesagt, kühl, und im Wasser 20,5. Das heißt, das Wasser, obwohl wir sehr quellnah sind, wie weit war die Quelle noch? Ja, so 300 Meter. Okay, obwohl wir fast an der Quelle des Flusses oder des Bächleins sind, haben wir das Wasser wärmer wie die Luft, finde ich ganz interessant. Und dann haben wir noch einen pH-Wert von 8,3 gemessen. Also das Wasser ist... schon noch weich, aber jetzt nicht so übermäßig weich, wie man erwarten könnte durch die braune Färbung. Und vom pH-Wert her relativ hoch. Und die Garnelen, wie man feststellen kann, fühlen sich pudelwohl mit Eiern zum Teil und in allen Größen, also in allen Wachstumsstadien. Und es soll hier noch die Lippenzahngrundel geben. Das sind die Lentippes Ikeae. Sind die groß? Weil ich habe eine gesehen, so in der Größe ungefähr. Also ich denke schon, dass die eine Gesamtgröße von 6 cm durchaus erreichen können. Vielleicht sogar auch Weibchen ein bisschen mehr. Vor allen Dingen, wenn man ja überlegt, das sind ja dann hier auch alte Tiere. Also sprich Tiere, die auch eher erwachsen sind, weil da sind auch die älteren oben. Und letzte Info noch gerade für euch von mir. Wir gehen jetzt am gleichen Bachlauf einfach 2 Kilometer, oder? Ja. 2-3 Kilometer weiter nach unten und werden da nochmal Wasserproben für euch nehmen und werden da auch nochmal nach Fischen und Garnelen gucken. Genau. Macht's gut. Das machen wir. So. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. So, wir sind gut vorbereitet. Kopflampe, Gummistiefel.